Bis jetzt gefällt sie mir sehr gut. Also ich finde es sehr frisch gemacht, die Farben sehr ansprechend, es ist sehr lebendig gespielt. Großartig. Ich finde, man sollte viel öfter Könige spielen. Ja, also ein ganz eigenartiges, aber sehr schön buntes Bühnenbild. Das hat mir gut gefallen. Das ist eben eine lockere Bretter und dazu passt das Bühnenbild an sich sehr gut. Also ich fand es sehr, sehr farbenfroh, sehr beschwingt und gerade hinten raus dieser letzte Teil war wirklich sehr fröhlich und sehr mitreißend. Und besonders hat mir die musikalische Darbietung gefallen. Ich fand es sehr interessant. Es ist ja ein ziemlich unbekanntes Werk. Und es ist eigentlich jetzt nicht, es entspricht nicht dem Charakter einer Operette, den man erwartet. Im Programm habe ich gelesen, es wäre ja auch als Singspiel konzipiert gewesen. Ja, eindrucksvoll, auch das Bühnenbild. Des Schrenk, eine Parade-Tenor-Rolle, eigentlich sogar für Wagner-Stimmen geschrieben, ganz vorzüglich gesungen. Sehr gut. Leben des Schrenk hat er sehr, sehr gut gemeistert. Das ist eine sehr schwere Arie, die, glaube ich, unlängst mal Jonas Kaufmann gesungen hat. Und ich finde, er macht es sehr gut. Also mir gefällt er gut. Sehr schön. Großartig. Also noch mal ein bisschen was fürs Auge. Nee, sehr gut. Ich bin sehr begeistert. Ich war bei der Eröffnungsgala da. Das war das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe. Und ich bin sehr begeistert von ihm. Ich finde seine Stimme toll und seine Präsenz auf der Bühne ist auch sehr gut. Aha, ja, der gefällt mir sehr gut. Der gefällt mir sehr gut. Mir aufgefallen, dass es ein anderes Gesicht war. Aber ich dachte, naja, vielleicht merkst du die Gesichter nicht so. Der ist toll. Am besten gefällt mir immer der Miriam. Eine turbulente Premiere, aber ich glaube, das Publikum hat es angenommen und es freut mich sehr für die Muku, dass hier in Leipzig die Sünderin gelandet ist. Mit der Leistung war ich sehr zufrieden, vor allem musikalisch wirklich, wirklich Top-Leistung von unseren Sängern hier.